Du reist durch eine andere Dimension. Eine Dimension, die nicht nur von Freaks und Geeks, sondern auch von einem Zwerg namens Carlos bewohnt wird. Es ist eine Reise zum Gummibärchenhaus in der Lollipopstraße, wo die Grenzen nur durch die eigene geistige Gesundheit gesetzt werden. Dort vorn ist ein Schild, auf dem steht: Begleiche deine Schulden oder du kannst deinen Beinen auf Wiedersehen sagen. Das Leben hat für jeden von uns von allem etwas. Ein paar nette Überraschungen, tragische Verluste, neue Freunde, Verrat. Wünschen wir uns nicht alle, wir könnten noch einmal zurückgehen, um alte Fehler, die wir gemacht haben, auszubügeln. Aber was, wenn der Mann, der diese Chance bekommt, ein soziopathischer, kleptomanischer, nichtsnutziger Vollidiot ist? Alter, mal echt. Er kommt nie aus seinem Zimmer. Ich habe ihn die letzten 6 Monate nicht gesehen. Ich weiß nicht mal mehr, wie sein Gesicht aussieht. Ha, er kommt nicht mal raus, wenn er aufs Klo muss? Nein, ich schätze, dafür sind die ganzen Eimer. Ich wette, er ist tot. Nee, er kommuniziert immer noch über Grunzlaute. Grunzlaute? Randall, bitte sag mir, du redest nicht von unserem Hochzeitsgeschenk. Ganz locker, Liebling, wir reden von seinem Mitbewohner. Yep. Außerdem, so wie es aussieht, könnte mein Geschenk gar nicht grunzen. Die moderne Wissenschaft ist immer noch weit davon entfernt, ein rappendes Schwein zu züchten. Also muss ich mir leider was anderes einfallen lassen, Matt. Entspann dich, Alter. Der Gedanke zählt. Jungs, ich will einfach keine Szene auf meiner Hochzeit. Ist das echt zu viel verlangt? Szene? Was meinst du mit Szene? Das weißt du ganz genau. Wir sind lange genug befreundet. Ich habe eine sehr gute Vorstellung davon, was du für eine unvergessliche Erfahrung hältst. Zum Beispiel? Meinst du, wie das eine Mal, als ich dem Bus voller Nonnen die Wegbeschreibung zu einer Lesbenbar gegeben habe? Ha, ja, das würde ich als unvergesslich beschreiben. Das war's. Und ich würde lügen, wenn ich sage, das wäre nicht lustig gewesen. Aber eins sage ich euch, sowas will ich nicht auf meiner Hochzeit. Das wird der wichtigste Tag meines Lebens und ich will nicht, dass ihr ihn ruiniert. Naja, deine Sache. Aber jeder weiß, dass Matt echt romantisch sein kann, wenn er will. Jeder. Wie ist das dann bitte an mir vorbeigegangen? Ach komm, Sally. Ich sag dir fast jeden Tag, wie sehr ich dich liebe. Ich bin super romantisch. Ja, klar. Weiß jetzt gar nicht, was romantischer ist, wenn du es rülpst oder mir einen Binärcode sagst. Nein, er meint sicher, wenn er es in Binär rülpst. Matt gibt in der Hinsicht immer alles. Merkst du daran, dass er fast erstickt, wenn er das macht? Ah ja, übrigens. Wohin geht's denn in die Flitterwochen? Also ich finde ja Italien so richtig romantisch. Der Big Ben, der Eiffelturm, das Pantheon. Oh, es wäre so schön da. Boah, Sally, ich hab dir doch schon gesagt, das ganze Zeug ist in Deutschland. Außerdem ist Libyen immer noch meine erste Wahl. Ich würde sterben, um die Pyramiden zu sehen. Was trinken wir hier nochmal? Irgendeine Art Bier, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ich vermisse die Grog-Ära. Das waren noch Zeiten. Kein Scheiß. Und? Zieht ihr zwei dann in Matts Wohnung? Ja. Genau, das war der Plan. Aber ich sehe mich schon nach einer neuen Bleibe um. Was? Du willst ausziehen? Ach komm schon, meine Ma hat uns gerade den Herdomatic 9000 besorgt. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Ich verschwinde mal eben. Bringst du uns noch 2 Bier auf dem Rückweg mit, Schatz? Noch mehr Alkohol? Damit du noch heißer aussiehst. Versprich mir einfach, dass du dieses Mal nicht kotzt. Hey, komm schon. Wie soll er das versprechen? Sally, wir werden heiraten. Du musst mir einfach vertrauen. Davon abgesehen, ich halte nichts mehr vom Kotzen. Fühlt sich irgendwie nach Abzocke an, weißt du? Ich meine, das, was da aus mir rauskommt, habe ich schließlich bezahlt. Okay, es ist einfach... Also ich dachte, wir machen zur Feier des Tages etwas Romantischeres. Weißt du, was echt romantisch wäre? Lass mich raten. Die nächste Runde? Sally, wieso kennst du mich nur so gut?
sieh dir das mal an. Das ist der Ring, den ich für Sally besorgt habe. Was hältst du davon? Sieht auf jeden Fall teuer aus. Ja, ist ja deine Kohle. Das ist das Beste dran. Hat mich nur ein Dorito gekostet. Bullshit, Matt. Wenn du den geklaut hast, kannst du es mir sagen. Ich nehme mir auch manchmal Sachen, die mir nicht gehören. Ich weiß, jeder weiß das. Aber ich hab ihn nicht geklaut, Alter. Ich hab ihn von dem Penner, der in meiner Gegend lebt. Dann würde ich sagen, der mag dich. Das war echt seltsam. Der Typ war verrückt, sage ich dir. Hat nicht aufgehört, davon zu reden, wie der Ring sein Leben ruiniert hat. Meinte, er sei verflucht und würde die Welt vernichten. Vielleicht meint er das als eine Art Metapher. Alter, du hast ihm einfach ein paar Doritos gegeben und er dir dafür den Ring? Der mag dich definitiv. Mann, Randall, der Punkt ist, ich habe ihn dann zu einem anderen Kerl gebracht. Und der meinte, das ist 780,563 karätiges Gold. Und irgendwie ist das Ding auch noch Saphir-Rubin-Smaragd beschichtet. Glas schneiden und Autos kurzschließen kann's auch noch. Echt jetzt? Kann ich mal haben? Alter, du bist mein bester Freund. Deswegen bist du ja hier. Aber nie im Leben lasse ich diesen Ring in die Nähe deiner kleptomanischen Pfoten. Das mit dem Robotaschenrechner-Zwischenfall wirst du mir ewig vorhalten, oder? Wir waren doch noch Kinder. Nein, ich will nicht, dass jemand diesen Ring anfasst. Ist ja gut. Ich bin sicher, sie wird ihn lieben. Sieht echt schick aus. Schick? Schick? Dieser Ring ist besser als schick. Er ist fantastisch. Er ist der wundervollste Ring der Welt. Je länger ich ihn ansehe, desto eher möchte ich ihn ganz für mich. Was willst du ganz für dich? Dich, mein Schatz. Nur dich. Oh, naja. Hier hätten wir es, Jungs. Letzte Runde. Überall liegt Müll, soweit das Auge sehen kann. Das ist ein großes Problem. Das buchstäblich anfängt zu stinken. Ich fürchte, irgendwas wird über mich herfallen, wenn ich seiner Tür zu nahe komme. Ich würde echt wetten, er ist tot. Nein, Alter, ich sag es dir doch. Ja, grunzt, um sich zu verständigen. Jungs, wir feiern hier unsere Verlobung. Warum reden wir schon wieder über Randalls Mitbewohner? Shh, keine Sorge, Liebling. Der Freak ist tot. Mich an ein paar alkoholkranke Hamster, die ich in meiner Schulzeit hatte. Die hatten ein langes Leben. Weißt du noch, Matt? Ich hoffe mal, wir enden nicht wie diese armen Nager. Alter, mach mir jetzt kein schlechtes Gewissen deswegen. Ich habe keine Ahnung, wie die in den Ofen geraten sind. Vermutlich waren sie benommen und verwirrt von all dem Stress und Alkohol. Mögen sie in Frieden ruhen. Wo heiratet ihr eigentlich? Ich hab St. Gilbert's wirklich gern, aber Matt hat gehört, sie haben einen dreiköpfigen Affen in den Katakomben begraben. Das macht die Kirche irgendwie gruselig. Echt? Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Was? Schatz, du sollst es für heute auch gut sein lassen. Ich? Wieso? Matt, ich find's einfach nicht gut, wenn jedes deine Augen gleichzeitig in eine andere Richtung will. Was? Ich find es total gut. Im Ernst, Matt, es ist genug für heute. Ich bin okay. Ja, ist okay. Na toll. Randall, kannst du mal nach ihm sehen? Ich habe keine Lust, mir noch ein paar Schuhe zu ruinieren. Ich hab dir gesagt, du kannst ihn nicht vom Kotzen abhalten. Das ist, weiß nicht, seine Mutantenkraft oder sonst was. Hoffentlich geht er erst mit dem Alkohol nach der Hochzeit etwas ruhiger an. Oh,
klar, nach ein oder zwei Monaten auf Hochzeit sei, wird er was Stärkeres brauchen. Heroin, Meth oder so.